werdet ihr nicht der Gerechtigkeit. Na gut. Auf Recht und Ehre. Das sollte nicht sein. Na gut, ein paar Söldner sehen jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist eher, dass Yahira mit unserem ganzen Tränken uns so durchgebrannt ist. Wir haben allerdings noch die Schriftrollenbehälter und die Sacktasche. Haben wir behalten dürfen, yay. Fragt, wenn ihr es wollt. So, Yahira müsste hier oben sein. Was macht ihr da? Warum seid ihr hier? Ja, eure Schwierigkeiten sind beide Schwierigkeiten, Yahira, und die braucht sie nicht alleine zu überwinden. Ich habe schon so viele wichtige Dinge in dem verloren, Yahira. Ich will euch nicht auch noch verlieren. Ich werde nicht zulassen, dass euch diese verdammten Hafter kriegen, Yahira. Sie werden mich nicht bezwingen. Aus keinem besonderen Grund. Ich war gerade in der Gegend und ich dachte, ich schau mal, wie es euch geht. Ja, eure Schwierigkeiten sind beide Schwierigkeiten. Talisa, ihr bewundernswerter Bastard. Ich würde euch dafür töten, weil ihr mir gefolgt seid, aber wenn ich nicht so schrecklich froh wäre, euch zu sehen. Ja, hier ist es mir egal, das was. Froh, ich dachte, ihr wolltet das so. Nun entscheidet euch doch mal. Wollt ihr, dass ihr das jetzt oder nicht? Ich dachte, ihr wärt stinksauer auf mich. Ihr wolltet das so? Ich wollte meinen Namen bei den Haftern wieder reinwaschen, aber das sind nicht die Hafter, die ich kenne. Hier spielt wohl eher Rache die Hauptrolle. Die wahren Hafter haben diesen protzigen Ort aufgegeben. Ist euch schon aufgefallen, dass hier keine geisterhaften Hafenspieler gibt? Dass es hier keine geisterhaften Hafenspieler gibt? Sie waren einst hier und sie würden ihre Posten niemals verlassen. Außer es gäbe keine Notwendigkeit mehr davor, dass sie Wache halten. Da sind wir also endlich ihre Einmischung los. Aber es gibt Wächter, nur eben nicht von den Haftern. Unser Kampf ist noch nicht vorbei. Ja, die Söldner unten. Es könnte durchaus sein, dass wir noch immer gejagt werden. Wenn ich Dermin wiedersehe, muss ich ihn fragen. Er hat mir gesagt, dass ich hierher kommen soll. Deswegen muss ich wissen, ob er jetzt auf der anderen Seite kämpft oder nicht. Jene, die wir in Notwehr töten müssen, sehen vielleicht wie Verbündete der Haft aus, selbst wenn sie es nicht sind. Wir haben keine Wahl und ich habe keine Schuldgefühle deswegen. Lasst uns von hier verschwinden, aber es ist besser, wenn wir vorsichtig sind. Wenn ihre Taktik so einfach ist wie ihre Motive, dann kann man vielleicht absichtlich erlaubt. Da hat man euch vielleicht absichtlich erlaubt zu passieren. Vielleicht ist der Weg nach draußen gefährlich. Dann werden wir gemeinsam gehen. Schließt euch erneut an und geht wieder an meiner Seite. Ihr werdet hier warten müssen. Ich habe im Moment keinen Platz für euch. Nehmen wir das obere natürlich. Ich freue mich auch. Wir werden später Zeit haben, um uns zu unterhalten. Mhm. Jetzt muss ich erst wieder die ganze Rangordnung neu sortieren. Hm, natürlich. Ja. Sie hat aber noch alle ihre Zauber so behalten, ja. Und sie hat auch ihr Inventar. Alles gut. Ich warte. Gut, das heißt, unten erwartet uns eine böse Überraschung, oder wie? Ja, noch mehr Söldner. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ihr gegen mich. Na los, kommt schon. Auf Recht und Ehre. Insertus, Archer, Imperium. Was kann ich tun? Okay, die Söldnerin da hinten ist etwas gefährlicher. Ewig, kannst du dich auf die schießen? Ach so, sie ist unsichtbar, okay. Vita. Okay, Ewig ist ein bisschen lediert.
würde doch wohl keine Frau schlagen. Ich war nun... Nicht er, Vitalisa ist ein bisschen lediert. Für ein Kupferstück breche ich jemandem einen Arm oder ein Bein. Ja. Ja. Ich bin bereits schon erledigt. Führt mich, jawohl. Wie ihr wünscht. Jetzt müssen wir wieder Bastenheilung auf Talisa wirken. Wurde aber auch Zeit. So. Braucht ihr etwas? Ja, ich brauche Heilung. Auf jeden Fall können wir uns viel Heiltränke schnorren, so. Wer hat eigentlich nur immer noch nur leichte Heiltränke? Das wäre Airy. Geschlagener Lederwams, den Kakäder war sie sich rumschleppen. Jeder Hamster hat mal seinen großen Tag. Bewaffnet, stürz dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod gönnen. Ja, ist gut, Minsk. Oh, der Behälter ist mal wieder voll. Eine Räderrüstung und ein Dolch. Oh, sagt, ja bitte. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Oh, der hatte viel cooles Zeug dabei. Wobei der Plattenpanzer nicht magisch ist. Der Flegel ist es aber. Die Kugeln. Und der Schleuder plus 1. Ich helfe, wo ich... Ich werde es tun. Die beiden hatten wir vorhin schon erledigt. Er hatte nichts dabei. Auch nicht. Und ansonsten sehe ich hier jetzt keinen mehr rumliegen. So, mal sehen, ob wir draußen nochmal angegriffen werden. Bis jetzt nicht. Gut. Ja gut, wir sollten ja mit Edwin reden. Das hatte ich total vergessen, dass wir in Wavers Gilde waren. Oh. Die aber gerne. Vor keine große Herausforderung. Ich war schon unterwegs. Der hat nichts zu sagen, aber er geht direkt auf uns zu. Wenn ihr es wollt. Ich war natürlich. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt, fragt nur. Ja, hätte ich auch gemacht. Euer Wunsch ist mein Keine große Herausforderung. Nach dem müssen wir nachher gleich mal gucken. So, du bist nicht Edwin. Du bist ein Schattendieb. Du bist Sintes. Nun gut.
Du bist auch nicht Edwin. Die letzten paar Missionen, auf die mich Weaver geschickt hat, waren leider so fürchterlich langweilig, seufzt. Okay, da müssen wir vielleicht noch eins hoch. Da ist Edwin. Was möchtet ihr? Seid mir gegrüßt. Ich bin Edwin Odesseron. Da ihr offenbar eher gesehen des einfachen Gemüts seid, dürft ihr mich auch als Sir ansprechen, damit eure Zunge nicht über die etwas komplexen Silben meines Nachnamens stolpern. Ja, das ist Edwin, wie wir ihn kennen. Eigentlich solltest du tot sein. Ihr solltet nach dem benannt werden, was ihr seid. Ihr seid ein Feind der guten, verstorbenen Dünner hier, deswegen auch mein Feind. Sterbt, damit die Welt aufatmen kann, ja, Witz. Ah, der schwache Beschützer dieser Rashima-Hexe. Ihr seid sie endlich losgeworden, Waldläufer. Wurzt sie bei den Würmern, wo sie hingehört? Ihr werdet nicht in dieser Art über Dünner hier sprechen. Die schreckliche Hamsterrache soll über euch kommen. Kratzt ihm die Augen aus, Bo, los. Cool, ihr habt euch mit dem Rest eurer Gruppe Mevas Gilde angeschlossen, Waldläufer. Wollt ihr eure Pläne so bald über den Haufen werfen? Meint ihr, euer Anführer würde das billigen? Ich? Nein. Unsere Sache darf nicht gestört werden. Der gerechte Zorn wird für dieses Mal warten. Aber eines Tages wird der Zauberer für seine Worte mit Blut bezahlen. Das schwört Minz. Oh, wir werden sehen, wie lange euer Schwert meiner Magie standhält. Genug von diesem Blödsinn, ihr da Mensch. Ihr scheint hier die Verantwortung zu tragen. Lasst uns das hinter uns bringen. Erkennt ihr mich nicht, Edwin? Ich bin's, Talisa. Die Vergangenheit zählt nicht. Die Gesellschaft, in der ihr euch zurzeit befindet, verringert euren Nutzen. Doch egal, ich werde diese Transaktion so schnell und unblutig wie möglich über die Bühne bringen. Euer Erinnerungsvermögen arbeitet sehr selektiv, roter Magier. Warum arbeitet ihr jetzt mit den Schattendieben zusammen? Und wie steht ihr mit unserer Gefangennahme durch Irenikus in Verbindung? Kalle des Todes, ich will eine Antwort haben. Ich habe nichts damit zu tun, dass euer wimmernder Ehemann tot ist, Druidin. Und wenn ihr befriedigende Antworten sucht, müsst ihr euch an viel Höhere als mich wenden. Ich hatte meine Gründe dafür, mich mit den Schattendieben einzulassen. Diese Gründe aber haben nichts mit euch zu tun. Hört mir zu. Ach ja, nur zur Hintergrundgeschichte. Edwin ist eigentlich ein roter Magier aus Tay. Und die sind eigentlich eine der bösesten Magiergruppen der Welt. Wenn die etwas tun, machen sie es nicht grundlos und meistens machen sie es aus bösen Absichten. Wenn sich also ein roter Magier mit Schattendieben zusammentut, dann hat das nie... geht das wahrscheinlich nicht gut aus. Für die Schattendiebe. Oder den roten Magier. Oder arme Leute. Wer auch immer. Hört mir zu. Es scheint, dass meine Fähigkeiten als Magier die Aufmerksamkeit der verhüllten Magier geweckt hat. Ich bin mir sicher, dass sie neidisch sind, obwohl ihre Handlungen nicht als angemessene Anerkennung gewertet werden können. Sie haben einen Agenten geschickt, der meine Tätigkeiten und Aktivitäten untersuchen soll. Sowas schätze ich überhaupt nicht. Diese Beleidigung muss mit der Ermordung des verhüllten Agenten bestraft werden. Er heißt Wayrig Getwas, sein Haus ist ein graues, dreistöckiges Gebäude hinter einem Zaun entlang der westlichen Mauer des Hafenviertels. Wenn er zu Hause ist, steht seine Tür offen. Wenn ihr Metric Quaros findet, tötet ihn. Befragt ihn vorher. Wenn es euch gefällt. Jeder Hinweis auf den verhüllten Magier kann nützlich sein. Ein wenig Folter könnte ihn gesprächiger machen. Mord, Folter? Solche Verbrechen werde ich nicht begehen. Merkwürdig, angesichts eurer Herkunft hätte ich eigentlich gedacht, dass ihr zu allem fähig seid. Verdammt, ich wünschte, sie würden einfach tun, was ich ihnen sage. Herkunft, was wisst ihr über meine Abstammung, Edwin? In was seid ihr eingeweiht? Nach ihrem schäbigen Aussehen zu urteilen, müssen da irgendwelche Tiere im Stammbaum stecken. Ich habe nichts andeuten wollen, ich habe euch nur gebeten, es euch nochmal zu überlegen. Wir haben nichts weiter zu tun, also werden wir uns eurer Mission anschließen. Gut, dann lungert nicht länger herum, macht euch an die Arbeit. Pff, diese V-Pilze zu motivieren ist so schwer wie Zähne zu ziehen. Wir werden da einfach hineingehen und jemanden töten, nur weil er uns gesagt hat, dass wir es tun sollen? Das ist irgendwie einfach nicht richtig, Talisa. Wir werden das doch nicht wirklich tun, oder? Mir gefällt die Rolle des Meuchelmörders gar nicht, Talisa. Einen verhüllten Magier jedoch als unschuldig zu bezeichnen, wäre lächerlich naiv. Lasst uns also mit der Aufgabe fortfahren, wenn ihr so entschlossen seid. Macht ihr euch eigentlich keine Sorgen darüber, dass ihr mit solch einer Tat den Zorn der verhüllten Magier auf euch lenkt, Talisa? Hoffen wir, dass man den Schattendieben die Schuld gibt und nicht uns. Ich war, erzählt mir mehr. Ja, gut. Keine große Herausforderung.
Können wir hier raus? Ja, können wir zum Glück. Wir müssen ihn ja nicht töten. Wir können ja mit ihm reden. Ich mache mir eher Gedanken um den hier in seiner Steinform.